bist du aufgeregt heute Abend? Was erwartest du so? Also normalerweise bin ich nicht aufgeregt und auch heute hält es sich in Grenzen. Allerdings ist das schon spannend, weil da sind einfach sehr viele Leute hier im Saal. Die Leute draußen am Schlossplatz kriegen es mit. Das Ganze wird aufgezeichnet und dann in diese weite Welt hinaus gepostet übers Internet. Das ist dann schon so ein bisschen spannender. Und es ist natürlich SWR 3. Du spielst in Hamburg, in Berlin. Du kennst die Deutschen und ihre Befindlichkeiten. Ich sage mal, das Publikum ist ja eigentlich komplett anders, in Norddeutschland zu spielen oder hier im Süden. Wie schätzt du so die Badürkammer ein, die Pfälzer? Also so unterschiedlich sind die Leute gar nicht. Die lachen schon an den mehr oder weniger selben Stellen. Es gibt mal ist es in katholischen Regionen was schwieriger, mal in den evangelischen oder im Osten und Westen ein kleiner Unterschied, Nord-Süd. Aber so ein richtiger Unterschied nicht. Ich schätze mal die Badürkammer, das ist ja Pfalz und das ist ja meine Heimat quasi, meine Gefühlte. Und ich weiß, dass da eigentlich die Leute immer sehr, sehr gut drauf sind. Die haben Spaß, die lachen über sich selber, die machen mit. Und genau darauf freue ich mich. Also das wird, ich glaube, ein sehr, sehr lustiger Abend. Stichwort katholisch, Ministrant. Ich habe in deiner Vita gelesen, das hat dich auch erwischt. Hat dich das irgendwie geprägt? Naja, mein erstes richtiges Lampenfieber hatte ich natürlich als Messdiener an einem Mittwochabend, 18 Uhr Abendmesse. Es waren 5 Leute da, also der Priester, ich, mein Vater, der mit dabei war, um mir Beistand zu leisten, und dann natürlich noch 2 alte Leute, die Messe gefeiert haben dann. Du bist schon lange dabei. Was hat sich so in den letzten Jahren, Jahrzehnten geändert in Sachen Humor, Witz? Worauf reagieren die Leute heute anders? Also die ganze Comedy, meine ich, ist schneller geworden, schneller, und die Lücken zwischen den Gags sind kürzer geworden. Früher hatte man Zeit, haben Leute auch einfach mal lange Geschichten erzählt. Es ist natürlich vielfältiger geworden, weil immer mehr Leute Stand-up machen, was ich total klasse finde, weil dadurch wird es einfach viel bunter. Es gibt noch politisches Kabarett, es gibt Leute, die machen, kennst du eher mal so die, decken so die... Die direkte Unterhaltung ab. Dann gibt es Leute, die Wissenscomedy machen, hier mit Vince Ebert. Es gibt Leute, die sich sehr viel mit Medien auseinandersetzen. Und die Buntheit ist es, die sich verändert hat. Und gerade die jungen Leute, ich beobachte das ja auch beim Comedy Contest, wenn wir da junge Leute haben, die sind auch innerhalb ihrer Darbietung sehr viel schneller. Also die Nummern sind kürzer, die Themen, bevor das nächste kommt, und sie wechseln stärker. Also wenn dem früher der eine über das Fahrradfahren geredet hat und das eine ganze Weile und dabei auch geblieben ist, oder über Beziehungen, über Männer und Frauen, geht es bei denen über Trump, dann geht es über ihren Penis, dann geht es über irgendwas Politisches, dann reden sie über was Gesellschaftliches, dann über das Kochen, über Veganer, dann wieder über die Vagina, und das geht halt die ganze Zeit hin und her. Und da merke ich manchmal, dass ich da mit einer gewissen, Altersweisheit, würde das Wort Alter ja in meine Verbindung bringen, das möchte ich nicht, aber was mit einem gewissen Interesse verfolgt und beobachtet, wie die das machen, weil ich selber halt so einen etwas anderen Stil habe. Mhm. Du singst, du bist Schauspieler, du moderierst. Was machst du am liebsten? Am liebsten mache ich alles, weil das Schönste ist die Vielfalt. Denn wenn ich nur eines machen würde, wäre mir irgendwann langweilig. Wenn ich nur singen würde, würde es mich langweilen, weil ich dann natürlich immer festgebunden bin an den Rhythmus, an den Takt, an die Melodie. Wenn ich nur schauspielern würde, würde mir das improvisieren. Wenn ich nur improvisiere, dann würde mir das Geplante fehlen. Wäre ich nur auf der Bühne, fehlt das Fernsehen, ist man im Fernsehen, fehlt die Bühne. Also das Schöne ist, dass ich das große Glück habe, alles machen zu können. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das ist jetzt nicht witzig? Na, ich finde, meine Haltung ist, man kann über alles Witze machen und über alles lachen. Nur nicht immer und überall. Also man muss sich genau überlegen, sind das die richtigen Leute, mit denen ich diese Witze mache? Also nicht, dass sie das für ernst nehmen. Und ist das jetzt die richtige Gelegenheit? Also man kann auch Witze auf Beerdigungen machen, aber da muss man die Leute kennen. Man sollte nicht zur nächstbesten Beerdigung gehen und einfach anfangen, dort Stand-up zu machen. Das funktioniert wahrscheinlich gar nicht. Aber wenn man selber mit dabei ist und dann auch mal mit einem Lachen einen traurigen Moment bereichert oder ergänzt, ist das sehr, sehr wichtig. Also ich habe damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, sowohl als Witzmacher als auch jemand, der dann auch lacht. Bei Satire ist es ja ein bisschen anders. Ne? Man sagt ja, okay, Satire darf eigentlich alles. Nee, darf sie nicht. Darf sie nicht. Was darf sie nicht? Naja, man darf Menschen nicht verletzen. Das, finde ich, gilt generell. Und das ist natürlich ein Grenzbereich, weil es gibt Leute, die andere verletzen und einfach, ich sag mal, wirklich böse Menschen sind, und die sollten etwas mehr aushalten müssen als die, die das eben nicht tun. Also ich finde, nach unten treten ist immer schlechter als nach oben.
In all den Jahren hast du natürlich auch so besondere Momente erlebt auf der Bühne. Gibt es da sowas, wo du sagst, ach, das will ich nicht mehr erleben oder ja, das muss nochmal so kommen? Also ich habe das große Glück, dass es weit mehr Momente gibt, die ich nochmal erleben würde. Also wenn man mich fragt, ich würde im Prinzip genau das noch einmal genauso haben wollen, wie es jetzt ist. Aber es gab natürlich auch auf der Bühne mal Momente, wo man eine Bemerkung gemacht hat, die ist dann halt, hat man halt genau falsch gemacht. Dann hat man im falschen Moment am falschen Ort einen Gag gemacht und dann hat es halt nicht gepasst. Oder man macht einen Witz über jemanden im Publikum und stellt dann, ich habe einen Witz über jemanden gemacht, der saß da auf dem Stuhl, das Bein war im Gips und ich beim Rumlaufen sage ich so, ach hier, bist vom Pferd gefallen. Muss so aufpassen hier, gerade in der Reiterstadt. Und nachher habe ich erfahren, dass das einer der bekanntesten Springreiter der Stadt war, der vom Pferd gefallen ist und ist querschnittsgelähmt und hat während des Querschnitts noch sich das Bein gebrochen und das ist natürlich dann ein Moment, den man nicht nochmal erleben möchte, weil man möchte nicht auf Kosten des Leids eines anderen einen Gag machen. Okay, Frage zum heutigen Programm. Wird es gefährlich? Ich erinnere an diese Wäschespinne. Achso, oh nein. Nein, ich arbeite nur mit Wort und mit Musik und im Hintergrund läuft Licht. Was ich im Moment so spannend finde, ist diese Verklärung der Vergangenheit, dass früher ja alles besser war. Und das ist so quasi so grob das Thema. Es gibt natürlich Dinge, an die man sich zurückerinnert. Und das soll man auch, die man schön findet. Aber ob die Sachen wirklich so toll waren damals alle, da wäre ich mir nicht so sicher. Also das ist so ein... Naja, und das ist das Thema, worum es geht, dass wir einfach mal unsere Wahrnehmung so ein bisschen offen machen, dass wir das überprüfen, was wir für wahr oder für falsch halten. Und dann ist man manchmal ziemlich überrascht, was man wirklich so erlebt hat.